Ja, du bist ja ein Hecht. Ein Hecht bist du. PA ist nicht an. One, two. Es ist ja nix von uns, alles kaputt. Los geht's. Den Umfang eines Herzens kann man ganz genau berechnen. Du drehst dich in den Schwindel und stoppst danach die Zeit. Die Formel ist ganz einfach. 2 hoch, 2 tief, 2 breit und dann halt Exponent durch Trieben plus der Name durch Geschwindigkeit. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, jetzt hier kurz vor deinem Auftritt noch in Osnabrück beim Popsalon. Du hast heute schon gespielt irgendwo, und zwar in Köln. Erzähl mal ganz kurz, weil du hast gerade schon uns erzählt, du hast die Klamotte direkt angelassen. Ja, weil, ne, wir sind ja nur schnell hier rübergefahren. Wir haben auf einem wundervollen Record Store Day gespielt. Das ist, finde ich, eine Veranstaltung, die auch wirklich wahnsinnig wichtig ist, ne? Weil da geht es ja nicht darum, Platten zu verkloppen, sondern es geht um Unabhängigkeit gegen, sagen wir es mal ganz platt, die Großen. Ne? Also es geht einfach darum, diese Kultur ums Vinyl und dass die Läden nicht kaputt gehen zu pflegen. Und da haben wir uns auf Wunsch des Underdog Record Stores in Köln einfach auf die Straße gestellt und ein bisschen Panik gemacht. Und seitdem habe ich immer noch Glitzer im Haar, weil wir wollten halt nicht so wie die Kelle-Femini da irgendwie mit 2 Cajons rumeiern. Ne? Und wir haben dann so ein bisschen Weißweinschorle, Hashtag Weißweinschorle und Partykanonen. War sehr gut. Und dann sind wir jetzt hier rübergefahren. Jetzt war gerade Soundcheck. Alle sind beim Essen, nur ich nicht. Und gleich ist Show. Ist das was dir besonders wichtig ist? Dass, Essen, ja. Ja, und auch gerade was Vinyl angeht und sowas? Also voll, ja. Ich meine, guck mal, wir Musiker müssen uns ja einfach prinzipiell mit dem Gedanken auseinandersetzen. Ne? Wie geht man mit dem ganzen Shit um, nach dem Zusammenbruch der Industrie eigentlich? Ne? Also ist ja so. Aber jammern gilt einfach nicht. Das heißt, die Smarten werden das überleben. Und da geht es einfach darum, was verkaufen wir denn eigentlich für physische Produkte in Zukunft. Deswegen machen wir zum Beispiel Bücher und Vinyl ist einfach eine tolle Sache, ne? Weil es klingt gut. Also warum soll man was nicht machen, was total geil klingt und alle gerne haben? Unbedingt Vinyl ist auf der Prioritätenliste sehr weit oben. Du bist studierter Musikwissenschaftler. Schlimm, dann, ne? Bist du aber... Das disqualifiziert mich ja eigentlich für das, was ich hier tue. Ja, aber letztendlich ja für das, was du gerade gesagt hast, bist du ja vom Fach. Du kannst es genau einschätzen. Aber die Vinylverkäufe sind doch eigentlich gestiegen in total, den letzten Jahren. Total, ein paar Jahren Jahre wieder, jetzt. Ne? Ich habe zufällig gestern in der FAZ noch gelesen, das ist das erste Jahr, wo es ein bisschen zurückgegangen ist. Der Börsianer würde vielleicht sagen, im besten Fall eine kleine Verschnaufpause. Die Umsätze sind auf jeden Fall gut und stabil und also wie gesagt, ne, warum sollte man das nicht machen? Alle haben es gern und keiner hat, wir nutzen das ja alle, Spotify hören und so, weil es praktisch ist und wo es nun mal in der Welt ist, wirst du es auch nicht wieder wegkriegen. Aber eigentlich hat ja keiner Bock auf die Lutschnutten-Scheiße, weißt du, es klingt zum Kotzen am Ende kriegst du halt doch nur immer irgendwie die nächste Filterbubble reingedrückt. Ne? Und auch das ist ja die Idee so ein bisschen von Independent, dass wir uns selber vernetzen und noch ein bisschen gucken, was es eigentlich gibt auf der Welt und wo wir Bock drauf haben, das zu hören. Ich wollte eigentlich auf Spotify und auf Stream gleich später einmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt sind wir direkt am Anfang schon dorthin gesprungen. Pech, ne? Pech. Ja, ist unfassbar. Lass uns einmal ganz kurz über dich sprechen und über deine Musik, wie das angefangen hat. Also du warst, glaube ich, bevor du letztendlich deine erste Platte gemacht hast, das Ende der Coolness Volume 2 oder Volume 2? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist egal, oder? Es ist vieles einfach egal. Ne? Also bei allen weiteren Fragen, die du stellen willst, vergiss jeden akademischen Ansatz bei uns. Ne? Das ist Freude an Musik. Ja, das hört man ja auch. Danke. Es ist aber so, dass du relativ spät, sage ich mal, was dein Alter angeht, deine Songs gemacht hast. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 25. Mhm. Ich bin jetzt 49 und ich werde das natürlich recht oft gefragt. Nervt total, wenn ich so ehrlich sein darf, weil ich meine, jeder darf ja morgens aufstehen und tun, was er will. Ne? Und das war, ich habe wirklich ein sehr inspiriertes, vollkommen glückliches und ein Leben in Inspiration und Wohlstand geführt. Ne? Also ich habe viel vom Kabelträger bis zum Chefproduzenten mich durch alle Abteilungen der Medienbranche gerobbt und habe immer wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt. Und jetzt war einfach mal Zeit, das zu tun, ne? Weil es gab das Material. Und I tell you, ne, also hätte ich diese Platten gemacht in deinem Alter, dann hätte das so geklungen. Im Kopfsprung in ein Hundeherz. Und das hätte keiner gewollt. Also zum einen, also da kamen ein paar Faktoren zusammen, das hat mich einfach angebrüllt, das zu tun. Das war überhaupt keine Kurzschlussreaktion. Es war einfach, aha, schau mal, das machen wir jetzt. Du hast ja deine Songs irgendwann geschrieben. Wann sind die denn entstanden, die ersten Songs, die dann auch aufs Album gekommen sind? Da kann ich dir keine seriöse Antwort drauf geben, weil ich sag mal so, ich schreibe deutsche Sachen, sagen wir mal von recht formfreien Gedichten, wo ich die frühesten Skizzen jetzt noch habe, so ab 13, 14 Jahre. Ne? Und das, was heute diese Sprache ist, die hätte ich auch vor 5, vor 10 Jahren noch gar nicht schreiben können. Das war
eine Entwicklung, die ich damals weder eingeleitet habe, noch wahrgenommen habe, auf diese Bilder jetzt zu kommen, die ich jetzt schreibe. Ne? Und die hätte ich mit 22 noch nicht schreiben können. Das ist in den Skizzen, die ich noch habe, aus allen Epochen meines Lebens, das ist immer schon spürbar. Ne? Und du findest immer schon wieder so Ansätze zu sagen, ficken, ich biege jetzt ab mit der Geschichte. Ne? Oder ich lasse einfach mal Bilder kollidieren, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen. Das sieht man schon sehr früh, aber ich hätte das vorher nicht schreiben können. Und ich kann das nicht seriös beantworten. Ne? Wie gesagt, das war ein schleichender Prozess, den ich selber gar nicht, ich habe immer gerne geschrieben, aus Lust, nicht aus Zwang oder um mich irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Das habe ich weitestgehend für mich gemacht. Und jetzt, als wir das Projekt Fortuna begonnen haben, war der Zeitpunkt gekommen, wo diese Schnipsel plötzlich ein Ganzes ergeben haben. Ne? Und dann musste man nur noch auf Aufnahme drücken. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und ich halte immer so viel. Ne? So nein, aber. Ich gebe jetzt ganz prägnant nein, kurz an. Aber die Frage, die vielleicht erst so. Penis! Aber die Frage, die vielleicht am Anfang zuerst so klang, als wahrscheinlich wurde sie dir schon 30, 40 Mal, wenn nicht noch öfter gestellt. Ja, dann stell sie doch nicht. Dann sei doch die coole Sau, die sie nicht. Nein, aber ich weiß ja nicht, was du fragst. Ich wollte den Bogen haben. Und zwar habe ich genau hier geschrieben, hättest du diese Musik schon vor 20 Jahren so machen können? Ja, nein. So, und das hast du gerade schon erklärt, aber das wusste ich ja nicht, was du vorher sagst. Aber das vor 20 Jahren oder sagen wir mal noch ein bisschen früher, ne, war ich ein charmerfüllter Provinzrocker. Das war damals so die Grunge-Zeit, ne, und wir haben Dinge imitiert damals. Ne. Wir haben zu den Großen aufgeschaut und haben mit wehenden Haaren und einem Batikhemd vollkommen überflüssige Rockmusik gemacht, ne, weil wir Sachen imitieren wollten. Das ist vollkommen okay, man schaut so jemand auf und will im örtlichen Jugendclub die Weiber damit beeindrucken, Ähnliches zu tun. Wenn man das heute hört, und nein, ich verrate dir nicht, wie das damals hieß, da wird es einem schon schwindelig. Ne? Und wie gesagt, das ist, ich denke, in allen, nicht nur künstlerischen Berufen, vielleicht in allen Berufen, brauchen gewisse Dinge ihre Zeit. Ne? Und jetzt kommt das, was eigentlich der Kern der Antwort ist. Ich glaube, wir haben alle, jeder, wie wir hier rumlaufen, ganz, ganz viele Talente. Das Problem ist nur, dein Umfeld kann sich immer nur eins merken. Ne? Du bist Schreiner oder Kellner oder Bundeskanzler. Und die Leute können sich nicht zwei Sachen merken. Wie viele Musiker sagen, ja, aber guck mal, ich kann ja auch Fotos machen. Und alle sagen, hey, geh scheißen mit deinen Fotos. Ich glaube, dass jeder von uns ganz, ganz viel kann. Ne? Und es liegt an uns, wie viele Abteilungen in unserem Leben wir davon freischaufeln. Und wir haben jetzt einfach mal nenne ich immer ganz gern meinen Produzenten noch mit, wir haben einfach gesagt, was passiert denn, wenn wir den Teppich mal hochheben. Und siehe da, ist das passiert. Jetzt ist es ja so, dass jetzt dein drittes oder euer drittes Album rauskommt, und zwar am 3. Mai. Vielleicht magst du mir mal so ein bisschen erklären, wie diese Platte also zustande gekommen ist. Es geht jetzt gar nicht so darum, das so promomäßig abzuflügen, sondern es ist so, dass Fortuna Ehrenfeld ja aus zwei weiteren Mitgliedern besteht. Und Helm ab zum Gebet, der Titelsong des Albums kam ja jetzt vor ein paar Tagen schon raus. Und da hört man halt auch Jenny Thiele singen. Das ist ja eher... Geil, oder? Deswegen wollte ich fragen, wie war es denn jetzt im Studio? Also habt ihr die komplett zusammen produziert oder... Ich möchte die Frage in zwei Teilen beantworten. Zum einen finde ich, wenn ich Musikfachzeitschriften lese oder sowas, ne, ich finde das ist das Ermüdendste überhaupt. Viele Musiker versuchen diese Geschichte, was denn da wohl im Studio passiert ist, zu benutzen, um sich maximal wichtig zu machen. Ne? Weil für viele Leute ist das, die haben da eine unheimlich romantische Vorstellung von großen Mischpulten und irgendwie so Salons, wo gekifft wird und sich das Management trifft, um große Schlachtpläne zu machen, wo sich angeschrien wird, nach der Verzweiflung, um dann doch das große Werk zu schaffen. Vergiss es. Wir gehen hier zur Arbeit, ne? Wir gehen ins Studio, nehmen das auf und irgendwann ist fertig. End of fucking list. Und ich arbeite sehr gerne alleine und das habe ich auch diesmal wieder gemacht. Das heißt, um erstmal zu wissen, wo will der Song hin, das mache ich alleine. Die nächste Sicherheitsschleuse ist mein Produzent, der René Tinner, dem spiele ich das dann vor, dann wird das diskutiert. Dann werden ganz schnell Entscheidungen getroffen. Und in dem Fall, nachdem in den letzten anderthalb Jahren, so, es ist ja noch ein total junges Unternehmen hier, ne? Aber in diesen anderthalb Jahren, wo ich so arschviel mit diesen beiden tollen Menschen gespielt habe, ne? Also wir haben dann irgendwie mal 120, 130 Konzerte abgerissen. Und zwar wirklich von der dreckigsten Pommesbude übers Theatercafé bis zum riesigen Konzert. Es wäre einfach dumm gewesen, die da jetzt nicht mit einzubinden. Das heißt, als, sagen wir mal, die Kerngeschichte klar war, wo die Reise hingeht, habe ich dann die beiden ins Studio geholt und das sind so tolle Ideengeber, so vorurteilsfreie Leute und die auch mit einer, ähnlich wie ich, und das ist das Keyword Angstfreiheit, dann einfach da Sachen rausrotzen. Und dabei ist ein Duett entstanden, nämlich Helm ab zum Gebet, was dann die Single geworden ist, das war gar nicht geplant. Das war eine
Das war eine lockere Situation im Studio, wo ich gesagt habe, Jenny, sing du das doch mal. Ne? Und dann, es gibt halt Momente, da macht die Klappe auf und die Sonne geht auf. Und dann war sofort klar, das machen wir als Duett. Ich finde, das ist wunderschön geworden. Weil ohne, dass ich es wollte, ich auf einmal selber gemerkt habe, worum es in dem Lied eigentlich geht. Ne? Das ist, also ich meine, das ist ein Lied über Scheitern. Da geht es darum, wenn du richtig, richtig was verkackst. Und oft ist es halt so, wenn richtig, richtig was verkackt wird, das ist oft ein Wechselspiel. Und ich finde, dass sich da zwei ansingen, aber eben nicht romantisch wie eine Liebesgeschichte, sondern ratlos. Ne? Das hat dem eine Qualität gegeben, die ich außergewöhnlich finde. Und das war dann überhaupt keine Frage mehr, dass ich mich dann da auch zurücknehme und wir das als Duett machen. Gnadenlos romantisch, ahnungslos verliebt. Lang genug gebettelt um Blamage und Talent. Verbraucht und jetzt vergeben, mäßig kompetent. Die Engel ziehen blank. Hast du das denn öfters, dass du einen Song oder ich sag mal einen Text geschrieben hast und du erst später merkst, was du damit eigentlich sagen wolltest? Oder ja, natürlich. Wo, ja? Na, also sagen wir mal, es gibt Texte von mir, die verstehst du sehr schnell und es gibt andere, die verstehst du erst gar nicht. Und das geht mir ganz genauso. Das heißt, nur eins meiner technischen Prinzipien beim Schreiben ist, Bilder miteinander kollidieren zu lassen und dann lässt man die mal da stehen. Ne? Dann hauen 80% der Leute, die Bourgeoisie haut ab und sagt, der hat sie nicht mehr alle. Und die wenigen, die bleiben, die sagen, jetzt guck dir mal dieses Bild an. Und je länger man drauf guckt, ich sag dir mal ein tolles Beispiel, Hundeherz. Hundeherz ist, da sind einfach zwei Bilder nebeneinander gestellt und jeder kann sich seine eigene verdammte Geschichte daraus machen. Und dann wird es für mich Popmusik, nämlich populäre Musik. Wenn du den Leuten nicht erklärst, weil du sie für Hirn amputiert hältst. Ne, wir sind zusammen in Jesolo um den Leuchtturm gegangen, haben Steine aufs vernebelte Wasser geworfen, waren verliebt und irgendwann ist der Dackel gestorben. Im Deutschen wird so unglaublich viel in der Popmusik 1:1 erklärt, als wären die Leute doof. Ich finde, Kunst wird dann Kunst, wenn sie offen bleibt und im Kopf des Hörers dann auf einmal ein neues Bild entsteht. Das finde ich geil. Und das ist ein technisches Prinzip von mir. Und natürlich entstehen da auch Sachen, wo ich, wenn ich 2 Jahre später, vor allem wenn man sie ganz oft spielt auf der Bühne, auf einmal merkst du, ich sehe plötzlich ein ganz anderes Bild als vor einem Jahr. Und das ist ein spannender Prozess, das hält das in Bewegung. Und ich sage mal, das ist bei Marmorstein und Eisen bricht nicht so. Wir haben das gerade schon angeschnitten. Und zwar meintest du, wann etwas zur Kunst wird. Findest du, dass die Musik, vielleicht jetzt nicht unbedingt deine, aber dass die Musik an sich im Zwiespalt steht zwischen Kunst und Unterhaltung? Ich finde, dass das absolut scheißegal ist. Ich finde, dass die Leute rumrennen und sich zwischen dem Feuilleton und dem billigsten Schlager, ich liebe billigsten Schlager, ne, dass wir uns richtig verstehen, einfach das Zeug raussuchen, auf was sie Bock haben. Und niemand hat das zu bewerten, worauf die Leute Bock haben, was sie sich aus diesem unglaublichen Pool rauspicken. Das Einzige, was in unserer Verantwortung liegen sollte, ist, dass der Pool möglichst groß bleibt. Und da gibt es dann natürlich wiederum Leute, die haben da überhaupt kein Interesse dran. Nämlich die Leute, die maximal schnell Geld mit sowas verdienen wollen, die haben überhaupt kein Interesse dran, dass der Pool groß bleibt. Die wollen den Pool klein haben. Und das ist eher so die Mission. Ne? Und das macht ja Spaß. Das ist ja kein verzweifelter Kampf. Das heißt einfach, Schizikowski, weißt du? Mein Song heißt Pizzablitz, nur das ist es. Das ist alles mit einem Lächeln auf dem Gesicht und vollkommen unverkrampft. Weißt du, wer dich hört? Für ja, ich sehe es ja abends. Ne? Ja, und wer ist da so? Ziemlich weite Spanne. Also nach unten hört es so bei 22 auf. Ne? Die quietschen noch zu sehr, die kommen nicht damit. Dann geht es aber wieder los, also ganz viele Kinder, ne? Also es ist so Kids-kompatibel, weil die halt überhaupt kein Problem haben mit diesen Bildern. Ne? Die denken so, ja, Glitzerschwein, geil, super, ich hab's gerafft. Die Kinder verstehen das wahnsinnig schnell, das macht unheimlich Spaß. Wenn wir mal ein bisschen früher spielen auf den Festivals, dann kommen die Eltern mit den Kids, das ist total geil. Wie änderst du dann analoges Mädchen zum Beispiel um? Habe ich schon mal gesehen bei irgendeinem Wohnzimmerkonzert. Naja, also ne? es war nicht geplant. Ne? Wir haben mal ein Wohnzimmerkonzert gespielt, da waren unheimlich viele Kids und wirklich in der Sekunde, wo das kam, wo du drauf hinaus willst, schaue ich die Jenny an und es war so nonverbal in einer magischen Sekunde. Wir haben gesagt, das können wir nicht machen. Und dann haben wir Schlafen, Stricken statt das böse F-Wort gesungen. Und wir haben es auch schon mal durchgezogen, weil dann einfach das andere Environment uns zu wichtig erschien, dass man das jetzt da ändern. Aber wir nehmen auch gerne Rücksicht. Ne? Wir sind generell sehr rücksichtsvolle Menschen.
Kunst muss unverhandelbar sein, aber Rücksicht ist was anderes. Ne? Aber ich finde zum Beispiel bei einer Musik ist es ja auch schön, wenn je nachdem wie derjenige, also wie der Hörer selber gestrickt ist oder wie er selber lebt und Inhalte verarbeitet, dass er seine eigene Interpretation bei Songs dann hat. Und wenn du das vergleichst, was für eine Kundschaft sich bei den großen Portalen und bei den großen Anbietern rumtreibt, das lasse ich jetzt mal unbewertet, aber die Konzertsäle sind ja voll, weißt du, mit dem schrägsten Zeug. Also, weißt du, von Atari Teenage Riot über, guck mal, Rammstein, weißt du, die stellen sich da hin und sagen, ja, pff, komm klar, Alter, ne, das, wir stellen das hier so hin. Ist natürlich auch sehr kalkuliert, aber also überleg mal, was das für eine Range ist. Und gerade in der Indie-Szene oder in der neuen Kunst, in der freieren Kunst, im Jazz, ey, die Leute gehen auf Konzert. Und das ist das Interessante. Ne? Das ist ein unheimliches Gefälle. Das merkt man so nicht, weil, wie gesagt, die Leute, die schnelles, großes Geld verdienen wollen, haben kein Interesse daran, die Leute ernst zu nehmen. Und die Leute sind aber klug. Das ist der große Irrtum. Und deswegen existieren beide, sagen wir mal, Hauptabteilungen, nämlich Mainstream und Indie, so friedlich seit vielen tausend Jahren neben, seit Walter von der Vogelweide existiert das friedlich nebeneinander. Und eins darf man ja nicht vergessen, diese Arroganz der Indie-Szene zu sagen, ja, die bösen Majors, das stimmt ja auch gar nicht, weil das eine existiert nicht ohne das andere. Ohne Mainstream gibt es kein Indie. Weißt du? Also wir leben davon, dass es den Mainstream gibt und sagen, ja, wir machen es halt anders. Kiss my ass. Ist doch ein tolles Leben. Wir sind das letzte Kommando. Verliebt und loyal, zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam, auf dem Weg ins Paradies. Du hast ja anscheinend in deinem Leben ganz viel gesehen, gerade was Konzerte angeht oder sonstige Veranstaltungen. Inwiefern hat sich das denn für dich verändert? Also allein schon der Konsum von Musik? Ich gehe weniger auf Konzerte, weil ich sag mal so, ne, ich habe das ja jetzt fast selber in gewissen Strecken des Jahres jeden Abend. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann ist nicht dein erster Gedanke, wieder einen Konzertsaal zu betreten. Ja, klar. Das andere ist, dass ich brauche, frag bitte meine zauberhaften Mitarbeiter, ich brauche keinerlei Komfort auf Tournee. Außer ein Einzelzimmer, eine warme Dusche und ein Glas Rotwein. Aber wenn ich auf Konzerte gehe, dann nervt mich wahnsinnig, wenn ich selber spiele, dann habe ich immer den kürzesten Weg zum Klo. Und dann stehst du auf dem Konzert und sagst so, ich muss mal pinkeln, stehst wieder vor dem scheiß Dixi-Klo. Dann denkst du, wo ist mein scheiß Pass? Ich will meinen Pass zurück. Das hat sich verändert. Machst du das denn noch? Pinkeln, ja. Ja, und das andere? Auf Konzerte gehen? Ja, also ich sage mal jetzt auch noch von der Arbeit her, dass du da manchmal noch gefragt wirst, kannst du das und das mal machen? Oder ist das passiert. Ja. Fehlt mir auch total. Ich versuche es zwanghaft wirklich an diversen Punkten, an gewissen Punkten einfach mich daran zu klammern. Aus verschiedenen Gründen. Ich finde es für meinen Kopf sehr wichtig und gesund, dass ich nicht immer in meiner eigenen Suppe schwimme. Ne? Also ich meine, so sehr ich das gerade genieße, so viel live zu spielen, aber ich muss jeden Tag irgendwie ein scheiß Foto durchwinken oder abnehmen oder ein Video anschauen. Du siehst ja immer nur noch deine eigene Fresse. Das ist genau 2,5 Tage lustig und dann denkst du so, hau mir ab, ey. Und also ich bemühe mich mit anderen Themen, möglichst dann Themen, also auch artfremd von Fortuna zu beschäftigen. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund von klassischer Musik und dann wirklich auch komplexem, abgefahren, kranken Zeug, so wie Zwölfton. Das läuft bei mir rein ohne Widerstand. Und ich versuche mich mit sowas so gut es geht zu beschäftigen, damit ich einfach klar bleibe in der Birne, ne? Und damit ich nicht genauso ein Ego-Fucker wie viele andere werden, die denken, sie würden bei allem im Mittelpunkt jetzt stehen. Tatsache ist, der Sog ist enorm groß geworden und es bleibt verdammt wenig Zeit nebenher. Guck mal, ich habe jetzt die Vorbereitungsphase für eine neue Platte hinter mir. Das ist ein Fulltime-Job, das ist 24/7, ne? Weil irgendwas ist immer. Ne? Irgendwas, der Teufel liegt im Detail. Irgendein scheiß Druckdatenabgleich stimmt nicht und dann musst du irgendwem sagen, ob das jetzt 72,8 dpi oder was, also Formate, die ich überhaupt nicht kenne, muss man irgendwas Kluges daher schwafeln. Und ich habe jetzt einen ziemlichen Ritt hinter mir. Ne? Also das war, wir haben das ziemlich großen Bogen produziert, diverse Tonträger, Buch noch hinterher und, dann muss die ganze Grafik gemacht werden. Das war jetzt echt ganz anstrengend und das ist nahtlos übergegangen in den Tourneebetrieb. Das heißt, im Moment gibt es kaum einen Moment durchzuschnaufen. Und jetzt, wo die anderen beim Abendessen sitzen, sitze ich hier mit dir. Das ist der Unterschied. Das ist wunderbar, dass du hier bist und jetzt gerade nicht isst. Hast du denn schon gesehen, was es gibt? Wir sind ja Tour-Veganer. Ne? Also okay. Ich bin so flexi, aber auf Tour ziehen wir das durch, weil sich das bewährt hat, gesund zu bleiben und vor allem wach zu bleiben.
Das macht wundervolle Sachen mit deinem Kopf, wenn man es wirklich mal durchzieht. Ich bin auch so ein Genussmensch. Sobald dann wieder eine Lücke ist, dann werde ich rückfällig. Aber die beiden anderen motivieren mich da sehr. Das heißt, es wird wieder irgendeinen heißen, geilen, veganen Shit geben. Ne? Kichererbsen, Fisch. Aber dann ist man ja Pesketarier, wenn man noch Fisch isst. Nee, wie gesagt, auf Tour ziehen wir es gnadenlos komplett durch. Weil ja, es ja bringt nur was, wenn du es dann mal 2-3 Wochen wirklich konsequent machst. Dann kommt der Effekt, wo du denkst, so, huch, das ist aber geil. Und also alles in meinem Leben ist Yin-Yang. Ich mache dann vegan auf Tour und dann komme ich zurück nach Köln und dann ein inneres Radar sagt mir, Italiener, da gehst du beim Italiener, bestell alles und esse alles. Auf. Wir haben ein ganz kleines Format innerhalb unseres Channels, das heißt eine Antwort bitte. Ich stelle dir einfach die Fragen und du versuchst sie einfach so schnell es geht zu beantworten. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Es bricht die Zombie-Apokalypse aus. Was tust du als erstes? Die Zombie-Apokalypse ist längst ausgebrochen. Guck dich mal um hier in Osnabrück. Was ich als erstes tue? Ja. Gitarre spielen natürlich, für die Zombies. Weil dann fressen die mich nicht, die finden das bestimmt gut. Eigenen Wein gegen die Plörre? Eigenen Wein gebe ich nicht mehr her, wir verkaufen die nur ungern. Weil er steht unten, ne? Ja, ja. Geiles Zeug, probier mal. Das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast? Das schönste Kompliment, was ich jemals... Ich mag deine Songs. Wofür schämst du dich? Für Momente im Leben, in denen man von seinen kognitiven Fähigkeiten Besseres hätte wissen können, als das, wie man dann gehandelt hat. Die Frage ist hiermit beantwortet. Warum keine glatt gebügelte Pop-Logik für mehr Reichweite? Weil es nicht interessant ist, weil es langweilig ist. Weil es Spaß macht, diese Texte und diese Musik zu singen und alles andere würde eben keinen Spaß machen. Es geht nicht drum, darf ich dir etwas ausführlicher beantworten, weil es ja eh die letzte ist. Ja, natürlich. Es gibt und das ist nicht als Vorwurf zu verstehen, es gibt in meiner Sicht der Dinge nur 2 Sorten von Künstler. Die eine sehen, was man damit erreichen kann. Wohlstand, mit tätowierten Prostituierten auf Kokain im Whirlpool sitzen, Autos, Aufmerksamkeit. Und die anderen machen das, weil sie es machen müssen. Noch nicht mal Zwang, ich will das gar nicht so notorisch sehen, aber weil es einfach so eine Freude macht, das zu machen. Das heißt, viele junge Leute sehen das, was man machen kann, ne, jetzt gerade in der Hip-Hop-Szene und was man damit erreichen kann und wollen das. Und richten ihre Kunst danach aus, wie komme ich denn dahin zum Maserati? Das merkt man der Kunst dann relativ schnell an. Und es gibt Leute, die machen das, weil sie das machen wollen. Und das merkt man der Kunst auch sehr schnell an. Und diese Sachen sind eigentlich für jeden aus 200 Metern zu erkennen und meistens auch zu riechen. Das ist kein Vorwurf an die andere Abteilung. Auch das ist wieder, das ist eine friedliche Koexistenz. Aber wir machen das. Schau dir mal die beiden an heute Abend, mit denen ich spiele. Viele Leute denken, wir müssten doch jetzt so langsam ein bisschen abgerockt sein nach so vielen Konzerten. Wir haben jeden Abend so viel Spaß dran zu spielen, weil es uns so viel Freude macht. Und ein Song XY, wo der Dackel stirbt, der würde uns einfach keine Freude machen. Und dann würden wir uns höchstwahrscheinlich nach 3 Tagen nur noch ankeifen im Bus und weißt du, weil einfach keiner Bock drauf hat. Schau dir die Leute an, die das machen, worauf sie keinen Bock haben. Denen geht's nicht gut. Uns geht's blendend. Und wir tauschen das nicht gegen Reichweite. Wir haben Bock auf Reichweite, aber wir erzwingen Reichweite durch Kondition. Schöner Satz. Gefällt mir. Komm, sag mal du, ich hör dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen. So grad sie glaubt an mich. Das war unser kleines Format, im Format. Wir sind jetzt eigentlich auch beim Interview am Ende angelangt. Ja. Aber? Es ist jetzt so, das Album erscheint jetzt am 3.5. Ich wollte jetzt auch gar nicht so reinfragen, so von wegen, was sind die Inhalte vom Album oder sonst was, haben wir gerade drüber gesprochen. Das könnten ja dann auch die Hörer einfach selber für sich entdecken, wenn sie das Album hören. Was ich aber weiß, was du auch vorher schon verraten hast, ist, dass ein Gastauftritt drauf ist und das ist Enno Bunga. Genau. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? War das tatsächlich so, dass er dich auf dem Festival gesehen hat und dich danach angequatscht hat? Oder wie lief das? Wir haben uns in Graz auf dem Autumn Leaves Festival getroffen und haben uns schrecklich besoffen danach. Also eigentlich auch schon davor. Okay. Musste er auch dort spielen? Abend vorher gespielt. Abend vorher, dann ist er okay. Aber du? Ja, nee, wir waren vorher essen schon und da merkte man schon, dass wir uns einiges zu erzählen haben. Und da war schon so ra, 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 ra. Und danach ra, 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 ra und noch ein Bier und noch ein Bier.
Und wir haben uns gegenseitig einfach gesagt, dass wir unser Zeug mögen. Ne? Und dann die Idee kam genauso schnell, wie sie entschieden war. Ne? Und es gab dann einen Song, wo ich dachte, das ist jetzt eben auch Duett geworden, und wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt wieder eine Frau singt, dann wird das wieder so, kriegt das so einen Romantikverdacht. Und ich habe gesagt, okay, was passiert denn, wenn es zwei Männer singen? Ne? Und das geht jetzt gar nicht in eine Richtung von Homoerotik, ne? Also, und selbst wenn, auch egal, aber auf einmal entsteht eine ganz andere Reibung, ne? Mhm. Und schon kommt die Frage auf, was machen diese beiden Typen da? Was hat die zusammen in diesen Raum gebracht? Muss jeder für sich selber beantworten. Aber nur darum geht es, diese Reibung zu erzeugen, zu denken so, fuck ey, was war da los? Tolles Lied. Und dann geht es im Mai auf Tour? Den ganzen Mai rödeln wir durch. Das wird ein Jahr, da sind wir wieder an dem Punkt, mit für wenig Verschnaufpausen geben. Also wir machen diese Mai-Tour. Dann gehen die ersten Festivals schon los. Dann machen wir eine, das will ich, ich dürfte es, aber ich will es einfach im Moment noch nicht verraten. Wir machen eine gemeinsame Reise mit dem ganzen Team, eine Arbeitsreise an einen sehr, sehr entlegenen Ort, um da zu arbeiten. Und da haben wir was vor, da haben wir eine Idee, aber das wäre jetzt einfach auch doof, das jetzt schon rauszulassen. Und dann ist der Juni rum und dann Festivals und dann, ach, das darf ich ja noch gar nicht verraten. Okay, dann lassen wir es lieber. Dann könnte es vielleicht sein, dass im Herbst schon wieder die nächste Tour kommt und im besten Fall können wir dann auch die Leute befriedigen, die jetzt gerade jammern, dass wir in ihre Stadt nicht können. Tour endet in Köln, in Gloria. Ja. Das ist größtes Venue. Für uns? Ja. Nee. Auf der Tour? Auf der Tour, ja. Ich denke, ne, ja, Grünspan ist, glaube ich, noch größer in Hamburg. Ich denke, da gehen nochmal 100 mehr rein. Aber ich war noch nie da. Das ist es ja, wir waren halt noch nie da. Im Gloria schon. Im Gloria durften wir schon mal im Pickepacke vollen Gloria vor Ketka spielen. Da hat man schon gemerkt, was mit diesem Raum passiert, wenn er voll ist. Ne? Weil, warst du mal da? So ein leicht altes Kino, leicht ansteigend. Es gibt kaum einen Raum, in dem man dann so zusammengeballert wird mit dem Publikum. Und wenn das funktioniert, dann ist das wunderschön. Und letztes Jahr haben wir da noch als Support von Ketka gespielt. Kamen vollkommen beseelt von der Bühne, weil wir hatten das große Glück, dass Ketka uns immer sehr wohlwollend anmoderiert hat. Ne? Das heißt, die Leute, der Saal war eigentlich immer schon voll, wenn wir als Support gespielt haben. Und du weißt, wie es ist. Oft ist das so, dass die Hälfte noch am Bierstand steht. Und die haben uns da sehr geholfen, weil die haben gesagt, Leute, komm, hört euch das an. Und das war im Gloria, führte dazu, dass das wahnsinnig voll war und die Leute haben uns da abgefeiert. Und wir haben gesagt, so, boah, muss das geil sein, so einen Laden voll zu machen. Und Alter, weißt du, ein Jahr später machen wir den Laden voll. Das ist schier unglaublich. Wir freuen uns echt den Arsch ab gerade. Und geben das mit, oder versuchen das mit epischen, intensiven Konzerten zurückzugehen. Aber nicht, weil wir uns in der Schuld sehen, sondern weil es uns motiviert und anspornt, den Leuten das zurückzugeben, was sie uns geben. Das ist toll. Ich fange gleich an zu heulen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Danke. Heute lässt das große Universum uns kleine Menschen für einen Moment in Ruhe. Und wenn im Puff von Barcelona die Wasserzähler abgelesen werden, spricht die ganze Stadt noch tagelang davon. Wie geil war das? Bis bald. Ciao.